Hi, ich bin Kim von Join. Join ist das erste vollinklusive TV-Format in Deutschland. Das heißt Fernsehen von Behinderten für Behinderte. Mein Team hat mir diesmal wieder eine hervorragende Challenge gestellt, aber seht selbst. In deiner letzten Challenge hast du den Koch Marcel Heim getroffen. Das Besondere dabei, er ist blind. Deine Aufgabe war damals ein Blind Tasting. Als wir in diesem Zuge deine Kochfähigkeiten angezweifelt haben, meintest du: Ihr habt noch nie meine Lasagne gegessen, also bitte. Deine Aufgabe, du sollst heute deine Leibspeise Lasagne zubereiten. Um Punkt 12 Uhr sollte das Essen auf dem Tisch stehen und bei der Verkostung eines unabhängigen Jurors gegen die Lasagne des Teams bestehen. Reichen deine eher rar gesäten Kochkünste für einen Punkt? Das heißt, ich soll jetzt kochen und wer zur Hölle leitet mich an? Bitte nicht wieder einer von euch, oder? Ja, dann habe ich natürlich direkt angefangen, solange ich meine Sehkraft noch habe, alle Zutaten parat zu legen. Hallo Kim 1. Endlich unser erster gemeinsamer Dreh. Lasagne mit Fleisch, also genau das, was du, glaube ich, willst. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall die erste inklusive Kochshow. Ob es auch schmeckt, ist die Frage. Ich habe schon mal Angst vor diesem riesen Messer, was da liegt. Das ist, als könnte uns das Team nicht ein kleineres, dezenteres Messer geben. Hatten sowohl Kim als auch ich tierische Angst, dass es nachher eine Kim gibt mit nur noch 9 Fingern. So, also, wir müssten jetzt mit dem Gehacktes anfangen. Das heißt, ich müsste den Herd, der hoffentlich irgendwie vor mir ist, jetzt versuchen anzuschalten. Du musst ja hier und jetzt nach rechts drehen. Warte, welche Platte nehmen wir? Fangen wir, ich stell das mal hier so hin. Bin ich noch auf dem Serranfeld? Nee, weiter runter. Runter. Ja, jetzt okay. Bist du. Gut, dann fangen wir doch jetzt an, das Gehacktes zu würzen. Weiter rüber. Gut, dann brauchen wir Gewürze. Stopp, stopp, pass auf. Ja, weiter rüber, noch ein bisschen weiter rüber. Genau hier. Ist das rot, braun oder hell? Das ist hell. Bin ich überhalb der Schüssel? Aber nicht so viel. Achtest du auf den Herd nicht, dass es gleich brennt neben mir? Ja, dann ist noch keine Stichflamme zu sehen. Runter, runter, runter. Nee, wieder ja, zurück. Ja. Gott, sind es viele. Okay, ich hack einfach los, oh ja? Gott. Aber pass auf deine Händen auf. Alle weg, mach mal auf der anderen Seite noch. Wo ist denn dieser Aufmachömpel? Oh yeah. Erstmal einen Messbecher in einer fremden Küche finden. Mach nicht die oberen auf, weil okay, das sind nur die kleineren Sachen drin. Hier ist eins. Ja, da ist ein Messbecher. Sag Stopp, ja. Und dann aber auch den Liter zu erwischen. Stopp. Achtung, Leute, ich komme zurück. Schüttel noch, dass alles runtergeht. Aber pass auf. Stopp, pass auf. Achtung, alle waren weg. Ich habe ein großes Messer in der Hand. So. Okay, jetzt? Dann machen wir sie hochkant. Okay, und jetzt hier hin? Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Dann mach erstmal einen Löffel. Hier, du müsstest von dem noch ein bisschen hochschieben. Ich glaube, wir haben noch ein anderes Päckchen. Also. Ich glaube auch, ich hatte zwei. Das reicht, das reicht. Hast du alles leer gemacht? Okay. Pass auf mit deinen Händen. Schieb's rein, geh. Ja, perfekt, steht drin. Kim, ich bin ehrlich gesagt jetzt doch ein bisschen neidisch auf eure Lasagne. Ich habe jetzt doch ordentlich Hunger bekommen. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich finde, wir waren ein super Team und ich glaube, das wird ein Punkt für uns. Ich war eigentlich bis dato noch ganz gut gestimmt. Ich hatte halt noch ein bisschen Angst, nicht, dass es unten zu wenig Soße war, nicht, dass irgendwo noch eine Lasagneplatte nicht ganz weich ist. Und wo ist jetzt eigentlich eure Lasagne? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Und dann kam der Juror. Schönen guten Tag, mein Name ist Ralf Wenderoth und ich bin Küchenverkäufer hier. Ich fange mal mit dem linken Teller an. Sieht ja beides sehr gut aus. Tomatig, eigentlich so wie eine Lasagne schmecken soll. Schon mal gut. Dann will ich mal den rechten Teller probieren. Das ist ja eine richtige Männerportion. Schmeckt man mehr Sahne raus, glaube ich. Ist mehr Sahne drin. Geschmacklich auch gut. Beide gut. Sehr schwer jetzt da eine Wahl zu treffen. Ich würde zu dem rechten Teller tendieren, der eine Nuance vielleicht besser ist. Haben wir was anderes erwartet? Herzlichen Glückwunsch, Kim. Dankeschön. Was war das wieder für eine Challenge? Blind kochen. Ich weiß nicht, was mein Team sich jedes Mal dabei denkt, mir Aufgaben zu stellen, wo ich irgendwas blind machen muss. Hättest du es geschafft, blind auf Anweisung einer anderen Person zu kochen? Wenn du nichts verpassen willst, abonniere uns auf jeden Fall hier auf YouTube und aktiviere die Glocke.